Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zusammen mit einem Menschen, der mich jedes Jahr einmal hier in München besucht. Wolfgang Schmidt. Ein Mann, der mir deshalb so lieb und wert ist, weil er, ja, weil du den gleichen, die gleiche heimliche Liebe hegst. Mhm. Und zwar nicht zur Frau, sondern zu einem Erdteil. Ja. Kann man das so sagen? Ja, absolut. Ja? Ja, absolut. Ja. Afrika. Afrika. Mhm. Wie bist du auf Afrika gekommen? Ich habe vor über 20 Jahren humanitäre Hilfe in der Ostslowakei gemacht, mhm, und in der Ukraine. So Hilfsgüter hingebracht, von Deutschland abgeholt, dahin gebracht. Und ein Freund von mir in Guinea, in Conakry, hat davon erfahren und er hat gesagt, hör mal, Wolfgang, bring doch mal diese Sachen zu uns nach Afrika, da ist die Not viel größer. Und das ist ja klar, das war mir schon damals klar, dass es so ist. Und dann habe ich mir halt überlegt, ja gut, wenn er da schon eine Möglichkeit hat, mache ich das mit ihm zusammen. Ne? Und dann bin ich rüber, das war in Conakry in Westafrika, und wir haben zusammen lange vorbereiten müssen, wenn du einen Container nach Afrika schiffst. Die Straßensituation ist ja völlig andere, weißt du? Ja. Das heißt Autobahnen und da hast du Seestraßen. Ne? Ja, vor allen Dingen mit dem Zoll ist das ein ganz großes Problem. Ah ja, ja. Hat die Ukraine kein Problem mehr mit dem Zoll? Wenig. Wenig. Oh, ganz, gar kein Vergleich. Mhm. Gar kein Vergleich. Klar, da musst du auch an der Grenze hakeln mit denen und so, aber das, das geht. Es dauert nur ein paar Stunden und so. Während da dauert es ja manchmal Wochen oder Monate. Ne? Ja, ich war vor kurzem mit so einem Hilftransport unterwegs. Auch Richtung Ukraine, interessanterweise. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Ja, ein Münchner Musiker, der Wolfgang Fechter, der hat also mit ein paar Leitern aus Musinning gesammelt und richtig viel zusammengebracht. Und dann sind wir dann nach Lemberg gefahren. Aha. Aber wir waren schlau. Wir haben die Ukrainer kommen lassen. Wir haben praktisch kurz vor der Grenze, 40 Kilometer vor der Grenze, dann einfach umgeladen. Ja, okay. Und jetzt hast du einen Container nach Afrika aufs Schiff und dann sitzt irgendwo im Kongo, im Hafen, und du musst 15 Leute schmieren, oder? Ja. Jeder will ein bisschen Geld. Du musst ganz gezielt vorher die Zollfreiheit genehmigt bekommen. Weil wenn das Ding mal im Hafen ist, dann musst du Geld bezahlen, und zwar viel Geld. Und die lassen dich sitzen so lange. Ja, manche verlieren ihren Container komplett, weil die das dann nachher nicht mehr bezahlen können. Ne? Ach so, weil sie das immer weiter aufdrücken. Ja, weil die Lagerkosten im Zoll so hoch sind, dass viele dann einfach sagen, okay, ich kann das nicht mehr bezahlen. Und dann, das wollen die ja. Und dann übernehmen die den Container und deswegen landen Hilfsgüter auf dem Markt. Ne? Manche Leute, weil das dann verkauft wird. Ja, das wird dann natürlich verkauft. Die wollen so viel Geld damit rausschlagen, wie sie können. Hm. Verstehe. Er war im Unterschied zu mir, oder ist im Unterschied zu mir, Missionar, kann man sagen, und Entwicklungshilfe. Und ich war mehr so Wildhüter und Polizist, weißt du? Okay. Da machst du halt, bei der Einfuhr ist genau der gleiche Dreck gewesen. Also wenn wir irgendwie aus dem Ausland irgendwas braucht haben, und das war dann den Entebbe am Flughafen. Es war ein Geschiss, fürchterlich. Ja. Fürchterlich. Und dann warst du in Afrika. Ja, ja. Ist also, das war das erste Land, und dann das zweite war in Sambia. Mhm. Da haben wir dann, wollten wir auch einen Container einführen, aber das war sehr kompliziert, über Südafrika das dann noch per LKW hochzubringen. Und da habe ich gedacht, nee, das muss nicht sein. Also die Kosten können wir anders einsetzen. Und zu der Zeit gab es eine Flut in Mosambik, und das hat auch im Osten von Sambia alles, all den Mais weggewaschen, und die Leute hatten echt Hunger. Also die hatten nichts zum Essen. Und dann haben wir gedacht, dann setzen wir das Geld ein und haben Mais gekauft, da wo wir ihn noch finden konnten, und haben den dann eben über die Häuptlinge an seine Leute verteilt, und das war sehr gut. Und das Geld, das ist dann euch Spenden? Ja. Oder ja. Gehörst du irgendeiner kirchlichen Organisation? Nein, nein, wir haben einen eigenen kleinen Verein gegründet, Aktive Direkthilfe e.V. Mhm. Und weil wir wussten, in Afrika brauchen wir mehr Geld, und der Verein hilft uns nur insofern, dass wir Spendenquittungen rausgeben können. Aber die Spenden müssen wir selbst auch sammeln. Es hilft schon, weil Leute dann auch Daueraufträge geben können und die das eben an der Steuer absetzen können. Aber wir müssen die Leute selber finden. Ja, wissen Sie, in Afrika gibt es ein krasses Missverhältnis zwischen Lebenshaltungskosten und zwischen Bezahlung, also Lohn.
Als ich dort in Uganda war, da haben wir bei uns in der neuen Umgebung ein paar Schulen gehabt, da war sehr Schulspezialist. Mhm. Da haben die Lehrer im Monat umgerechnet 5 Euro bekommen. Ja, das ist sehr wenig. Das ist total wenig, verstehst du? Und die haben halt alle noch nebenher ein kleines Geschäft halt betreiben müssen, damit die über die Runden kommen. Ja. Weil halt doch die Lebensmittel und die alles, was ein bisschen Luxus ist, sich an europäischen Kosten orientieren. Ja, also das ist ja kein Luxus. Die Leute müssen ja was essen und die müssen auch einen Platz haben, wo sie leben. Und dann, wenn sie Strom haben wollen, in der Stadt. Ja, ja. Im Land ist es anders. Im Land, da bauen sie sich ihre eigene Hütte und müssen nichts bezahlen. Aber Lebensmittel essen müssen sie schon. Aber das Schlimme ist, dass was am schwierigsten für die Leute ist, ist, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken. Weil wenn du ein Kind in die Schule schicken willst, musst du Schulgeld bezahlen. Und wenn du nicht genug zum Essen hast, wie sollst du dann Schulgeld bezahlen? Deswegen haben wir unsere Schulen so aufgebaut, dass die Kinder umsonst in die Schule gehen können. Und teilweise bei den konfessionellen Schulen, die ein bisschen weniger kosten, war es dann so, dass man da als Hürde halt geschafft hat, dass die Kinder eine Schuluniform tragen müssen. Weil in Uganda ist englische Grundkolonie gewesen und die haben sie mit Uniformen wie die Geisteskranken. Da müssen sie dann alle ein weißes Hemd hoch haben und ein Rockgall. Und gerade, dass sie keinen Schlips tragen müssen, verstehst du? Ja, das ist in Kongo leider auch so. Ist auch so. Ja, aber auf der anderen Seite ist es, ja gut, die müssen sie noch dazu bezahlen. Aber auf der anderen Seite ist es gedacht, damit kein Hoch und Tief entsteht, also dass alle gleich sind. Dass der eben bessere Kleider hat oder vielleicht ein paar bessere Schuhe, nicht auf den runterschaut, der eben keine bessere Kleidung hat. Ne? Also das ist schon verständlich. Und klar, das ist schon eine Ausgabe, aber die machen die auch selbst. Also was hast du denn in den Container drin gehabt, den du da als erstes runtergeschickt hast? Ja, also, was war das für Hilfsgüter? Also wir hatten Kleider, Schuhe, Bettlaken, was wir früher damals in die Ukraine gebracht haben. Die Hilfsgüter wurden immer gesammelt und je mehr, die Leute haben halt gesehen, wir bringen es dahin, wo es hingehört, und dann haben wir immer mehr gekriegt. Und dann kamen eben auch also Rollstühle, einfach medizinische Hilfsmittel bis zu Krankenhausbetten. Aber die war größer, 40 Fuß, gut. Was war das für ein Container? Ja, genau. Ja, die sind groß. Sag mal, was sagst du jetzt zu dem Ukraine-Krieg? Hättest du dort mal gedacht, dass da mehr Krieg ausbricht vor 20 Jahren? Nee, damals, also die Leute sind sehr arm. Also die haben, ich weiß nicht, wie es heute ist, das ist auch schon 20 Jahre her. Ja. Und es ist wirklich traurig. Also die Russen sind genauso arm. Also das sind halt die Politiker, die das verursachen. Die Leute sind sehr lieb. Die Ukrainer sind lieb, die Russen sind lieb als Mensch. Ja. Aber die Politiker machen eben so einen. Ich kenne einen Bauern aus Ismaning. Der hat sich in der Nähe von Lemberg hat sich größere Ackerflächen gepachtet. Aha. Der hat gesagt, seit er da drüben ist, hat er noch nie sein Haus zersperrt. Ja. Ja. Weißt, die Leute sind super. Die haben noch nie das Haus zersperrt, weißt du? Also die Gastfreundschaft, die haben, können wir uns nur wünschen. Ne? Wir hatten damals, als wir die Hilfsgüter gebracht haben, mit zwei Lieferwagen und zwei Anhängern, brauchten wir einen Platz zum Übernachten. Und wir waren oben in den Karpaten und wussten nicht, wo wir übernachten sollen. Dann sind wir im Dorf stehen geblieben und haben gefragt, wo können wir hier übernachten, sodass das Auto und die Anhänger auch bleiben. Okay, das ist sicher. Dann hat uns einer eingeladen und hat gesagt, ihr kommt zu mir ins Haus. Ne? Da sind wir bei ihm eben in die Einfahrt rein und haben dort übernachtet. Und hat gesagt, wenn ihr Erdbeeren haben wollt, geht in meinen Garten. Ich habe noch nie so gute Erdbeeren gegessen. Die haben so gute Erde, die schmecken besser als jede andere Erdbeere, die du irgendwo findest. Ach, das sind jetzt selber Obauen, verstehst du? Ja, ja. Und wenn du es selber obaust, dann lass es halt so lange, bis was schmeckt und nicht bis rot sind, damit du es verkaufen kannst und das im Supermarkt nur 3-4 Tage halten. Das ist halt der Unterschied, weißt du? Die haben die eimerweise verkauft. Ja, ja, so viel hat es gegeben und so gut waren die. Ne? Kontinentalklima, das ist im Sommer sehr warm. Ja, also sehr, man sagt ja, die Kornkammer Europas, ne? Das ist ein super gut. Also, was ich gehört habe, ist halt, Hitler hat die schwarze Erde von dort mit den Zügen hierher gebracht. Echt? Weil sie so gute Erde hat. Das ist ein super Boden. Ein Riesenland. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Und Kongo ist genauso groß. Ne? Könnte genauso fruchtbar sein, also genauso gute Ergebnisse bringen wie hier auch. Ne? Ja. Aber die Situation ist eben eine ganz andere. Die politische Situation. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf den Kongo schon sprechen wollen, kommen wollen. Also der Kongo ist eines der potenziell reichsten Länder in der Erde. Also jetzt, was Bodenschätze betrifft, da brauchst du mit
mit Anbau gar nicht anfangen, aber ist in Realität eines der ärmsten Länder in der Welt. Ja. Das sind große, große Probleme, über die ich eben auch in dem Buch geschrieben habe, dass man. Warum hast du das Buch überhaupt geschrieben? Was ist denn da der Hintergrund? Ich meine, ich habe auch meine Theorie, warum du das Buch geschrieben hast. Schauen Sie her, das kennen Sie ja, oder? Muss ich Ihnen nicht sagen, hat jeder von uns. Und dieses Ding funktioniert nur deshalb, weil da was drin ist, nämlich Koltan heißt das, was es, glaube ich, 80% ja, der also Welt nur im Kongo gibt. Gell? Ja, vor allen Dingen wird es am leichtesten aus dem Land rausgenommen. Ja. Also mir hat mal einer gesagt, die Araber haben nur Öl und schau, was die mit dem Öl machen. Denen geht es allen gut. Ne? Aber der Kongo hat viel mehr wie Öl. Ja, ja, klar. Also, was der an Bodenschätzen hat, das ist also unglaublich. Ne? Diamanten gibt es ja auch. Ja, viele industrielle Diamanten, als auch die Schmuckdiamanten, die haben Gold, die haben Öl, Koltan, ja, Kupfer. Und an was liegt es, dass die da draus keinen Wohlstand generieren? Ja, das habe ich da geschrieben. Also ich habe eine Frau kennengelernt, die Frau Dr. Nur, die hat mir mal klaren Wein eingeschenkt, was da eigentlich abläuft im Kongo. Ist eine Katastrophe. Also diese Bodenschätze werden abgebaut im Osten des Landes. Gibt es also 50 Rebellengruppen, die das Land unsicher machen und die Leute vertreiben. Und ich habe mal einen guten Freund von mir im Kongo gefragt, ob das stimmt. Kann es sein, dass da 50 Rebellengruppen sind? Ja, ja. Sagt er ja, aber es ist besser als 100. Also es waren noch mehr wie vorher. Ne? Und das sind Leute, die von Uganda und Ruanda aus. Der Sohn von Museveni, vom ugandischen Präsidenten, mischt da mit. Ja, ja. Die haben dann oben, ich weiß gar nicht, wie es heißt, also praktisch am Nordende vom Ruwenzori-Massiv, das ist ja so ein Gelände, wo es viel Erdöl gibt, weißt? Da ist dann der Nei und hat einfach mal ein paar so Rebellengruppen gezahlt und organisiert und die hauen dann die anderen weiter. Genau. Und irgendwann kommt dann kein Geld mehr nach, dann sind die wieder sauer und dann werfen sie den zurück. So läuft es dann. Du hast keine Organisation oder keine Struktur, keine bleibende. Naja gut, es ist so. Außer Chaos. Ja, das ist, nach außen sieht es aus, wie wenn die Afrikaner sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das ist aber nicht so. Das ist sehr gut organisiert, aber undurchsichtig. Also das sind multinationale Firmen, die eben diese Dinger herstellen, die Computer herstellen. Die brauchen das Coltan fürs Smartphone und für die Computer. Und dann brauchen sie auch Kobalt für die Batterien. Also 3/4 der Kobaltvorkommnisse in der Welt sind auch im Kongo. Und da drei Viertel, ja. Also die streiten sich drum, die wollen das alle anhäufen und nach Hause nehmen, damit sie eben ihre Batterien bauen können. Und gerade jetzt für die E-Autos ist das unheimlich wichtig. Aber die Leute vor Ort, auf die schaut keiner. Also die Regierung kriegt, also was jetzt offiziell regulär abgebaut wird, da kriegt die Regierung einen Teil ab. Die sind natürlich froh, weil sie nichts machen müssen, aber die Leute bekommen nichts. Ne? Und die verkaufen, die Regierung verpachtet diese Minen für so billig, dass die Firmen das also mit Handkuss nehmen und die Regierung nimmt das auch gerne an. Aber das ist einfach nicht regulär. Das ist nicht, was das wert ist. Der Wert ist viel höher. Und da ist natürlich der Unterschied, ob jemand lesen und schreiben kann oder nicht, ein ganz gravierender. Weil lesen und schreiben ist da die Macht. Ne? Ja, also 50% der Kinder dort gehen in keine Schule. 50%? Ja, weil sie entweder keine Schule in der Nähe haben. Also ich spreche jetzt nicht von der Hauptstadt oder von den großen Städten, sondern vom Landesinneren, wo natürlich der Großteil der Bevölkerung lebt, eben auch 3/4 ungefähr. Und die haben entweder keine Schule in der Nähe oder sie können das Schulgeld nicht bezahlen. Und deswegen gehen sie nicht in die Schule. Ne? Also wenn ich mich an meinen Schulunterricht zurückerinnere, dann ist mir der Kongo so präsentiert worden, dass es ein riesengroßes innerafrikanisches Gebiet ist, wo es einen riesengroßen Fluss gibt, den Kongo, der dann praktisch vom Osten nach Westen fließt. Und sonst ist da nur Wald.
Nur ja, Wald, undurchdringbarer Dschungel. Ja gut, der ist auch da. Den wollen sie auch beschützen, ist ja auch wichtig. Deshalb der große Regenwald ist sehr, sehr wichtig. Also es gibt ja nur den Amazon und dann den Regenwald im Kongo. Im Kongo. Kongo-Becken, ne? Das ist ganz, der ist auch sehr wichtig. Und es gibt auch sehr großes Gebiet, wo angebaut werden könnte. Also Millionen. Und wo ist das? Ist das dann mehr unten im Norden? Oder oben im Norden? Ja, oder also na ja, südlich Angola vom Regenwald. Zu, oder? Ja, ja, im Ganzen. Im Ganzen. Im ganzen außerhalb vom Regenwald könnte man überall anbauen. Ne? Mhm. Und da fehlt es aber an Geld. Es fehlt an Infrastruktur. Es gibt keine Straßen. Also selbst wenn jemand sich was anbauen würde, außer um sich selbst zu versorgen, er kann es nicht verkaufen. Es verkommt ihm. Ne? Wir haben das mal probiert. Bei uns in Mabala in der zweiten Schule, wo wir jetzt dran sind, haben wir so Maisbauern unterstützt. Und wir versuchten, dass sie den Mais nach Kinshasa runter schiffen. Das kann man auch machen, aber erstens mal gibt es ganz schwer Transport, das vom Feld zum Hafen zu bringen in Gnocchi und dann vom Hafen in Gnocchi nach Kinshasa runter zu schiffen, müssen die Zoll bezahlen, also innerländlich ja, Zoll bezahlen. Klar, klar. Und wenn sie in Kinshasa ankommen, müssen sie nochmal bezahlen. Ja, und bis der verkauft ist und wieder zurückfährt, ist er auf Null. Also das lohnt sich nicht. Die haben einfach keine Straßen. Das ist das Interessante, ja. Dass man also in diese Orte nur dann kommt, wenn sie einen Flughafen haben. Ja, ja. Also da sind ein paar so Buschpiloten da ihre. Es ist eine Katastrophe. Also unter der belgischen Zeit war der Kongo eines der höchsten Standardländer in ganz Afrika, auf dem gleichen Stand wie Südafrika. Also man könnte aus dem Kongo unheimlich was draus machen. Ne? Aber so wie es läuft, gerade was jetzt im Osten abläuft, diese Rebellen, das sind keine Rebellen, die jetzt sagen wir gegen Aufstand machen wollen, sondern das sind Söldner, sind das Militärs, die eben das Land verunsichern und die Bevölkerung vertreiben. Also das sind so die vertreiben doch die Bevölkerung nicht, die ernähren sie doch von denen. Ja, nein, die vertreiben. Sie vertreiben die. Ja, die wollen, das hast du ja vorher auch gesagt, in Uganda, der Sohn von Museveni hat das auch so gemacht. Also die vertreiben die Bevölkerung, um an diese Grundstücke ranzukommen, an die Minen ranzukommen. Okay. Also das ist wo der Großteil der Bodenschätze aus dem Land rausgeschmuggelt wird. Ne? Und dann, also Ruanda ist das Land, was am meisten Coltan exportiert, hat aber gar kein eigenes Coltan im eigenen Land. Ach so, die grenzt vom Kongo rüber nach Ruanda und da wird es dann, weil es einigermaßen stabil ist. Dann kommt es nach China okay. Und in China wird es dann verarbeitet und dann überall hin. Also, wer soll denn das Buch lesen? Meinst du, dass irgendeiner von den Leuten, die Entscheidungsfähigkeit hätten, da tatsächlich was zu unternehmen, sie ein Buch von dir in die Hand nimmt und ein paar Gesetzel draus liest? Also die Frau von dem deutschen Botschafter, die ich damals im Kongo kennengelernt habe, die auch schon mit uns bei der ersten Schule dabei war, die hat 10 Bücher davon bestellt und an ihre Verwandten und Freunde geschenkt. Okay. Und ich habe jetzt halt auch einen Verlag, der auch den Sinn des Buches sieht und der das Buch verbreiten möchte. Und ich hoffe halt auch durch diese Sendung, und jetzt habe ich demnächst bald ein Interview im Radio, dass es publik gemacht wird. Also ich glaube, es ist ein sehr spannendes Buch. Ich habe auch auf unserer Webseite so Rezensionen von Leuten schon aufgeschrieben, wo man sieht, also das Buch bringt viel. Es ist nicht nur diese Kapitel, die letzten 3 Kapitel sind auch sehr spannend. Weil die Kapitel 4, 5 und 6... Der Wolfgang ist ein Weltverbesserer. Und der ist nicht umsonst Missionar geworden und nicht Polizist, weil er wirklich an das Gute im Menschen glaubt. Ja, richtig. Hast du das noch nicht verlieren? Nein, nein. Echt nicht? Nein, nein. Glaubst du an das Gute im Menschen, der Wolfgang Schmidt heißt, oder in allen Menschen? Ich glaube, alle Menschen haben die Möglichkeit. Das, was ich auch im Buch schreibe, jeder kann etwas tun. Okay. In seinem eigenen Leben. Also das... Liebe ist die Antwort im Endeffekt. Also wenn man mit Liebe arbeitet, kann man die Welt verändern. Im Kleinen, also sagen wir mal jetzt in der Familie oder im Freundeskreis oder eben auch darüber hinaus. Es kommt darauf an, welchen Einfluss hat man oder welchen Einfluss sucht man. Und ich versuche halt mit diesem Buch eben mehr Einfluss zu gewinnen, damit mehr Menschen angesteckt werden von diesem Guten. Es hat einen großen Münchner Philosophen gegeben, der hat sie zwar so nicht genannt, sondern Schriftsteller, Erich Kästner, was der gesagt hat. Ja.
es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, richtig. Das ist richtig. Sehr gut. Es gibt nichts Gutes, außer man tut. Ja. Das ist genau der Untertitel für dein Buch. Ne? Ja. Ja, also das vierte Kapitel geht über, was man hier oft vergisst, ist, dass außer dieser materiellen Welt, die wir sehen und fühlen können, gibt es noch eine geistige Welt, eine geistige Kraft, die einfach zu unserem Leben gehört. Ja. Auf die mache ich da aufmerksam. Und Kapitel 5 spricht Wunder an, die wir in unserem Leben erlebt haben, dass man sieht, das ist nicht nur eine Idee in jemandes Kopf, sondern das kann man tatsächlich erleben. Ich finde das so nett, Schutz und Reparaturen. Ja. Ich habe da nämlich auch mal was erlebt, als ich dort mal in Uganda Wildhüter war. Ja. Ich habe zwei Land Rover gehabt. Okay. Und beide waren kaputt. Okay. Bei dem einen hat die Elektrik hinten vorne gestimmt, das hat keine Chance. Mhm. Und bei dem anderen war die Kupplung kaputt. Okay. Und dann bin ich abends ins Bett gegangen und habe ich gebetet. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich bete jetzt auf Vater Unser. Mhm. Und nach dem Vater Unser habe ich gesagt, so, und jetzt kannst du beweisen, dass es dich gibt. Ja. Gib mir einen Tipp, was ich mit diesen scheiß Karren machen kann. Am nächsten Tag der Früh aufgewacht. Ja. Und mir war klar, bau doch einfach aus dem einen Auto die Kupplung aus und ins andere Auto ein. Okay. Zwei verschiedene, nicht baugleich, sondern verschiedene. Ich glaube, ein 109er und ein 110er Land Rover hast. Okay. Ist die Kupplung zwar schon hydraulisch, aber sie funktioniert ein bisschen anders. Okay. Zum Schluss dann beides hydraulische Kupplungen. Dann habe ich aus meinem Gürtel eine Dichtung für diese Hydraulikleitung geschnitten. Hat alles funktioniert. Ja, und da habe ich dann gemerkt, dass der liebe Gott ein ganz kluger Mensch, also ein großer Geist ist. Ja. Ich habe da in Afrika so viel abgenommen gehabt, dass ich praktisch hinten von meinem Gürtel ein Scherzl runterschneiden habe können, dass man nicht abgegangen ist. Verstehst du? Weil ich 10 Kilo abgenommen gehabt habe. Und dann ist das Auto wieder gefahren. Ja. Wunderbar. Ja, die Afrikaner sind ja unheimlich stark im Glauben. Also die können gar nicht anders überleben. Also das ist für hier... In dem Chaos? Ja, in diesem Chaos. Also hier ist die Materie so, läuft so gut, dass viele Leute einfach vergessen, dass es noch was außer der Materie gibt. Ne? Während in Afrika, das ist, für die ist das irgendwie von zu Hause aus mitgegeben. Das muss denen keiner sagen. Ne? Die glauben einfach an Gott. Ja, die haben sonst keine Chance. Ja. Was bei uns, da hast du halt, was weiß ich, da hast du halt irgendwelche Regeln und auch Gesetze, an die sich zwar keiner hält, aber letztlich haben es doch alle Angst davor, die Leute, dass irgendwie mal, was weiß ich, der Karri auftaucht oder die Polizei kommt. Mhm. Aber das ist ja da unten, das ist alles so weit weg. Ja. Naja, gut. Gibt es auf dem Land? Hat es da in die Mushapa da Polizisten gegeben? Ja, also. Hast du nie gesehen, oder? Doch, theoretisch doch, schon? Doch, die haben auch ihre Kalaschnikows, aber ob es eine Munition drin hat, weiß ich nicht. Aber es geht da, die Leute sind so arm, dass jeder will halt was haben und der Polizist will halt auch was haben. Wenn er einen weißen Mann sieht, will er halt auch was haben, das ist verständlich. Ne? Aber die Leute könnten ohne den Glauben an Gott gar nicht überleben. Und was das Gute dabei ist, worauf ich auch darauf aufmerksam mache, viele Leute hier glauben nicht an Gott, weil sie eine falsche Vorstellung haben. Also Gott ist nicht irgendwie eine Institution, eine Kirche oder irgendwie ein Gebäude, sondern es ist etwas, was lebt. Und die Menschen dort, die leben damit. Und die kriegen eine Kraft, eine innere Kraft dadurch, eine Freude im Leben, da staunen wir nur. Also selbst die Pygmäen, die wir in Kamerun getroffen haben, jetzt nicht im Kongo. In Kamerun? In Kamerun haben wir die, im Wald, im Regenwald haben wir die getroffen. Denen haben wir damals auch von unserem Container Hilfsgüter gebracht. Okay. Die leben überall im Regenwald. Okay. Und die haben auch an Gott geglaubt und eine Freude und eine Liebeskraft gehabt. Die haben uns aufgenommen, wie wenn wir Mitglieder ihrer Familie wären. Und die haben von Jesus haben sie noch nie gehört, weil keiner ihnen darüber erzählt hat. Aber der Glaube an Gott ist einfach bei denen da. Ne? Und das gibt denen Kraft, unwahrscheinlich. Also, ich meine, was für einen Gott glaubst du? Einen Gott, der jetzt so alles durchdringt und so ein Gesetz ist, dass das so rumschwebt? Oder ist Gott für dich was Persönliches, was ein Ich-Gefühl hat? Ja, es ist so, ich habe viele Jahre nicht an Gott geglaubt und wusste nicht, ich hatte einfach keine Lösung für mein Leben, als auch für die Welt, habe ich einfach nichts gefunden. Und dann habe ich Menschen getroffen, die Liebe nach außen gegeben haben, ohne dass man das erwartet hat, also einfach selbstlos. Und dann habe ich sie gefragt, woher kommt diese Liebe, die ihr habt?
Und dann haben sie mir gesagt, das wäre Gott. Dann habe ich gesagt, wieso, das ist doch nicht Gott, Gott ist doch in der Kirche. Also ich hatte einfach eine falsche Vorstellung. Und dann haben sie mir gesagt, nein, das ist, was Gott wirklich darstellt. Ne? Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, also du kannst es nicht ablehnen, das ist da. Die haben einfach eine Kraft, die könnte die Welt wirklich verändern. Ne? Und das wollte ich halt auch haben. Und dann hat es noch lange, noch mal 2 Jahre gedauert, bis mir jemand gezeigt hat, wie einfach man Gott kennenlernen kann. Also ich habe ein kleines Gebet gesprochen, wo ich Jesus gebeten habe, in mein Leben zu kommen. Und das ist so passiert, so hat so eingeschlagen, also wie Saulus zu Paulus wurde. Ne? Okay. Das kann also, das muss nicht sein. Es kann schlagartig passieren oder manche machen den Schritt langsam. Ne? Was hast du vorher gemacht, bevor du Missionar bist? War ich Künstler, also ich habe Kunst studiert. Okay. Und als ich dann mal Jesus in mir hatte, wusste ich, das musst du weitergeben. Das hat mir keiner gesagt. Ich spürte einfach, das ist etwas, was die Welt braucht. Ne? Mhm. Die Frage war, ob ich es jetzt in der Kunst weitergebe. Also ich glaube an die darstellende Kunst, nicht an die abstrakte, sogenannte moderne Kunst. Für mich soll die Kunst noch was darstellen. Ich hätte es so weitergeben können oder als Kunsterzieher in der Schule. Oder ich mache es eben vollzeitig, dass ich eben alles andere zurücklasse. Und dazu habe ich mich dann später entschlossen. Das verstehe ich, warum sich du in Afrika so wohlfühlst. Ja. Weil es sind doch seelengleiche Menschen, die dann da aufeinandertreffen. Ja, also für mich, klar, es gibt einen großen Unterschied zwischen denen, die an Gott glauben und die ja nicht an Gott glauben. Ich verstehe beide, weil ich eben auch in beiden Schulen gelebt habe. Aber ich möchte, dass die Menschen einfach Gott richtig verstehen und dass sie seine Liebe erleben können. Und das ist dann das letzte Kapitel. Ja. Darum geht es eben, dass alle Menschen einfach mehr mit Liebe arbeiten. Und wenn wir das machen, kann die Welt sich ganz toll ändern. Ja, aber Liebe ist so ein dehnbarer Begriff, verstehst du? Ja, du hast recht. In unserer deutschen Sprache ist das Wort Liebe eigentlich eine Katastrophe. Ja, ja, das wird missbraucht. Ja, natürlich, aber ja, es ist so indifferent. Ja, gut, es ist richtig. Es gibt ja auch, die Griechen haben 4 verschiedene Arten von Liebe. Ja, können Sie ein bisschen besser. Ja, das ist schon richtig. Also, wenn ich von Liebe rede, das erkläre ich auch. Was ich damit meine, ist, also aktive, wie du vorhin gesagt hast, wenn man es... Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also es muss aktiv sein und es soll selbstlos sein. Also wenn ich etwas als Liebe mache, erwarte ich nichts zurück. Aber das Gute ist, wenn du etwas als selbstlose Liebe machst, bekommst du etwas zurück, was du gar nicht anders bekommen würdest. Ne? Also Denzel Washington hat das mal gesagt, das habe ich auch geschrieben, das Selbstloseste, was man, das Selbstsüchtigste, was man machen kann, ist, anderen zu helfen. Dann sagt man sich, wieso? Wieso, wenn ich anderen helfe, wieso ist das selbstsüchtig? Sagt er, weil, wenn ich anderen helfe, bekomme ich etwas zurück, was mir kein Geld schaffen kann. Du kriegst eine tolle Kraft zurück, eine Freude. Man muss es nur ausprobieren. Du kannst es ja sehen, wenn du Leute, Mutter Teresa, warum hat sie das gemacht? Sie hat mal eine Frau auf der Straße behandelt, die also total verkommen war und verdreckt war. Also ein Mann, der sie gesehen hat, hat gesagt zu ihr, was du da machst, das würde ich nicht für $1 Million machen. Dann sagte sie, das würde ich auch nicht machen. Sie hat es einfach aus Liebe gemacht. Ne? Und so, wenn man aus Liebe etwas tut, dann bekommt man eine Freude zurück, das ist unbeschreiblich. Ja, nur es ist halt auf der anderen Seite nicht sehr schwierig, weil wenn man alles aus Liebe tut, dann kann ich mir nachher, was weiß ich, im Geschäft kann ich Semmeln kaufen, weißt du? Das habe ich mir auch gedacht, wenn du jetzt eben in andere Länder gehst, zum Beispiel als wir im Kongo angekommen sind, meine Frau und ich, wir hatten unsere Koffer dabei und wir hatten ein bisschen Geld. Wir waren noch nie im Kongo vorher. Wir kannten auch niemanden im Kongo. Wir hatten in Kamerun... Ja, wir haben doch diesen Typen gehabt, der da den Container unterbringen hat lassen. Ja, aus Deutschland. Ja, den Container. Ach, der war in Deutschland, der Typ. In Deutschland. Ja, klar, der Container, die Sachen kamen aus Deutschland. Aber wir, als wir im Kongo ankamen, hatten sonst nichts. Ne? Und wir hatten in Kamerun einen Kongolesen kennengelernt, der uns dann einen Kontakt im Kongo gegeben hat. Und den haben wir dann am Flughafen, der hat uns abgeholt. Ja. Und der wollte uns in ein Hotel einmieten. Haben wir gesagt, wir haben nicht genug Geld für ein Hotel.
ob er nicht jemanden hätte, wo wir übernachten können, wo wir bleiben können. Da hat er gesagt, aha, so sieht das aus. Weil er denkt, Missionare haben viel Geld. Ja, klar, wenn du von der Kirche und ist, ein Orden. Ne? Ja, genau. Aber du hast doch diesen Container da im Hafen gehabt. Ja, das ging nicht so den schnell. Den willst du unter den Arm nehmen und dann herumtragen. Ne? Das ging nicht so einfach. Also dann haben wir bei ihm angefangen und wir haben ganz schnell festgestellt, also außer der, sagen wir mal, der Informationen, die du den Leuten weitergeben willst, musst du auch was Sichtbares geben. Also die Leute wollen auch was in der Hand haben. Ne? Und da war der Container eben das Richtige. Ne? Ja, und da mussten wir auch wieder Vorarbeit machen. Also ein halbes Jahr musst du Vorarbeit machen. Und wenn ich diese Frau nur nicht kennengelernt hätte, hätte ich den Container nicht einführen können. Ja, aber was vorarbeiten? Na, du musst mit dem Schreibkram und Formulare. Ja. Also wir sind gleich wieder aufs Ministerium für soziale Arbeit, für soziale Social Ministry reingegangen. Und der hat sofort gesagt, also euer Antrag stimmt nicht, das muss so und so heißen. Und wir wussten schon, was der will. Der wollte einfach einen Teil abhaben und wir wären da nicht weit gekommen. Und dann habe ich eben einen anderen von der Botschaft habe ich jemanden gesprochen und gesagt, was kann ich da machen? Wie kriege ich den Container hier rein? Ich kann mich mit den Leuten nicht anlegen. Und dann hat er gesagt, ich weiß, die richtige Person, das war eben die Frau Nür, die hat für die GEZ gearbeitet. Und sie hat erfahren, dass wir eben wirklich für den Kongo da sind und dass der Container wirklich den Leuten zugute kommt. Dann hat sie gesagt, ich helfe euch, ich mache das für euch. Okay. Und hat sie dann auch gemacht. Tja. Damen und Herren, du redest so viel, dass du überhaupt nicht in den Dreh kommst. Merkst du das eigentlich? Ja, danke. Menschen in unserem Alter, die müssen vorsichtig sein, dass sie nicht austrocknen. Ja. Jetzt machen wir mal eine kleine Pause. Okay. Herrschaften, auch für Sie die Gelegenheit, sich etwas Schönes zu trinken, auf den Tisch zu stellen. Und es müssen nicht immer alkoholische Getränke sein. Ob Sie es glauben oder nicht, das ist ein alkoholfreies Weißbier. Wir haben nur ein normales Glas abgestellt, weil dann schaut es einfach schöner aus. Gell? Also machen wir eine kleine Pause, Damen und Herren. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann werden wir noch ein bisschen über dieses Buch von Wolfgang Schmidt sprechen. Und vielleicht kann er ich den einen oder anderen von Ihnen dazu animieren, dass er sich das in seinen Bücherschrank stellt und drin liest, sozusagen als Vorbereitung für seine erste Safari nach Westafrika. Also kleine Pause, dann sehen wir uns gleich wieder. Im Paulanergarten. So Claudio, und heute führen wir dich in eine jahrhundertalte bayerische Tradition ein. Claudio, das Münchner Hell. Paulaner Münchner Hell. Eine saugute Tradition. Das erfrischend süffige Original seit über 125 Jahren. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich jetzt. Gibt's nur bei Höffner. Deutschlands bester Höffnerpreis mit 36% auf Möbel und Küchen. Nur bis 30. August. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder im alten Hackerhaus zusammen mit Wolfgang Schmidt, ein Mensch,
der lange Zeit in Afrika Schulprojekte ins Leben gerufen hat. Also sozusagen als Entwicklungshilfe und als Missionar arbeitete, aber ohne die Unterstützung, oder sagen wir weitgehend ohne Unterstützung von staatlichen Organisationen, NGOs und so weiter. Oder? Ja, also wir haben, wie gesagt, unsere eigene NGO, also unseren eigenen Verein, und haben private. Habt ihr weiße Chips? Weiß sind Jeeps, ne? Oder SUVs sind ja, weiß. Nein. Na, dann seid ihr aber auch kein NGO nicht. Oder habt ihr ein tolles Büro? Nein, auch nicht. Braucht man nicht. Na, dann bist du kein NGO. Ja, also wir hatten schon einen Wagen. Wir haben ein NGO zeichnet sich durch einen großen SUV aus, Land Rover in weiß, wo NGO draufsteht, Non-Government Organization. Ja, das sind wir trotzdem. Also wir hatten tatsächlich sogar zwei Autos, als wir ein größeres Team waren. Einer wurde uns aus Italien gespendet. Das war auch ganz... Ein Fiat? Nein, das war ein Land Rover. Ein alter Land Rover. Der läuft heute noch. Super, der alte Land Rover läuft immer. Ja, der läuft heute noch. Ein Kollege, ein Freund von uns dort führt den weiter. Der kennt sich auch gut aus. Der repariert den auch endlos. Und wo ist der jetzt? Standort? Der arbeitet, hat eine Farm. Ein Farmprojekt, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Mhm. Ich hoffe, dass wir da mehr draus machen können. Vielleicht mal eine Berufsschule aufbauen können. Landwirtschaftsschule. Ja, genau. Und der hat den Wagen und der setzt den gut ein. Und den anderen Wagen haben wir von der Telefonfirma gespendet bekommen durch einen Freund von uns, der bei denen eine hohe Stellung hatte. Mhm. Und unser Team wurde eben größer mit freiwilligen Mitarbeitern, dass wir ein zweites Auto brauchten. Und dann hat er das über die Firma geschafft. Dass wir das Auto bekommen, das war etwas reparaturbedürftig, aber die Firma hat das umsonst gemacht und das läuft auch heute noch, das Auto. Die Autos sind ja sehr einfach. Die sind sehr einfach gestrickt, das stimmt. Die alten Autos sind mehr beliebt als die neuen, weil sie die reparieren können. Reparieren wir Einspritzpumpen, da bist du das Arschloch. Mir ist einmal was total gut, da bin ich mal gegen einen Termitenhaufen gefahren und dann ist die Benzinpumpen nicht mehr gegangen. Meine Benzinpumpen waren kaputt. Und dann kriegt man wirklich irgendwo so am Rovenzori, fern der Heimat, eine Benzinpumpen. Ja. Und dann habe ich einfach den Benzinkanister, ich Motor am Neu gestellt, habe den Deckel runtermontiert, offener Motor, und habe angesaugt und habe das dann draufgestellt. Ist gegangen. Ist gegangen. Und dann nach zwei Wochen ist dann irgendeiner gekommen. Er hat sich bei mir als Chauffeur vorgestellt und gesagt, braucht keinen Chauffeur, braucht einen Benzinpumpen. Ja, okay. Dann hat er den Benzinpumpen auseinandergebaut und hat die repariert und dann ist wieder gefahren. Weißt du, das kennen die halt. Aber bei Einspritzpumpen, du hast dann irgendeine Fallzahl und dann steht dann E13, 1475 und da weißt du, dass eine Düsen im Arsch ist. Nein, ich habe gehört, dass die Mechaniker hier sowas gar nicht mehr reparieren können. Was denn? Es wird heute auf der Berufsschule wird das nicht mehr gelernt, wie der Vergaser funktioniert. Verstehst du? Die wissen nicht mehr, was ein Fallstromvergaser ist, die Mechatroniker. Ja, also im Kongo, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten wären da, das Potenzial ist da. Also ich habe Leute gehabt, die haben mich gefragt, kann ich denn da mal hinfahren und bei der Schule mitbauen? Die brauchen keine Arbeiter aus Europa, die brauchen Finanzen. Weil wenn die Finanzen haben, dann können die das selber gut bauen. Ich habe das in dem Buch auch beschrieben und auch beschildert mit Fotos, dass man eine Schule aus dem Nichts bauen kann. Also da brauchst du da Grundstück dazu. Ja, klar. Haben wir doch dort mal so einen wunderbaren Film von dir gesehen, wie der Vermesser von der... Ja. Wo war das? Von In Mushapo. In Mushapo. In Mambala. In dem Film, ja. In seinem Overall, der herkommt und dann das Schulgrundstück vermisst. Ja, also Grundstücke haben sie ja. Ne? Du musst halt dann mit dem Häuptling verhandeln und ein Grundstück kaufen, richtig. Ne? Aber kann man da kaufen oder muss man das lesen? Nein. In Uganda kannst du es nicht. Für 25 Jahre. Aber du kannst es dann wieder erneuern. Okay. Gut, das ist nicht in unserem Namen. Das ist im Namen unserer Organisation dort, was eine örtliche Organisation ist. Und nach 25 Jahren können wir es erneuern. Müssen sie dann aber auch erneuern. Ja, wenn du gute Connections zum Häuptling hast, dann ist das ja kein Problem. Nein. Also die verstehen sich, es kommt darauf an. Manchmal spielen die Häuptlinge, verrückt, weil sie mehr Geld haben wollen, aber wenn die sich verstehen, dann läuft das eigentlich ganz gut. Ne? Wo bekommt man mitten im Busch im Kongo eine Tafel her?
Ja, es gibt Firmen, die also aus Holz die Dinger herstellen, oder du kannst es an die Wand, also mit Zement. Ach so. Also ein ganz feines Zement an die Wand. Rotband machen oder so, ja. Und dann anmalen. Ah ja, verstehe. Ja. Und Kreide? Ja, die wird importiert. Produziert wird dort fast gar nichts. Ja. Also leider. Es gibt, ich kenne den Besitzer von einer Firma in Kinshasa, die stellen die Eisenstangen her, also für große Bauten. In Kinshasa gibt es ja auch Hochhäuser. Ne? Und die werden dort hergestellt, aber das meiste, klar, alles was aus Holz ist, kann dort auch fabriziert werden. Also wenn die jetzt Türen für die Schule oder eben Tafeln oder Fenster bauen oder auch das für das Dach, das Holz, das haben sie ja vor Ort und das können die ganz gut. Und obendrauf kommt noch das Blech. Ich habe damals in Uganda auch einen entscheidenden Beitrag zum Bauhandwerk der ostafrikanischen Bauhandwerker geleistet und habe dort die Maurergrampen eingeführt. Okay. Weißt du, was ein Maurergrampen ist? Das sind so einfach so gebogene Eisen, wo du halt dann hinten vorne was rein hast und zwei große Hölzer zusammen machst. Ne? Ja, für wenn man eine Zement Schalung macht. Säule oder ich hab's zum Brückenbau hergenommen. Okay. Und die waren so begeistert von einem Maurergrampen. Aber die gibt's halt nicht. Dann haben wir in Kampala sind wir noch rumgefahren und da gibt es so eine Straße, da sind lauter so Eisenwarenhändler und Dantler und Schmiede und so. Und da hat dann einer so Baustahlabschnitte vorne gehabt. Aha. Und dann haben wir da gehalten und dann habe ich mit dem halt, die hat nur Luganda gesprochen, kein Wort Englisch. Aha. Und dann musste mal so ein Mensch, der nicht Englisch spricht, noch nicht Deutsch erklären, was ein Maurerkrampen ist. Dann hat es erst mal eine Viertelstunde lang gedauert, bis dann jemand sein Schoolbook gebracht hat und einen Kugelschreiber, so ein technisches Sein von einem Maurerkrampen. Dann hat er so gemacht, hat er gesagt, ich soll nächste Woche wiederkommen. Dann haben wir 20 Maurerkrampen mitgenommen. Da haben wir noch eine Brücke damit. Super. Das ist aber schon lange her, oder? Ja, das ist leider viel zu lang. 92 was ich meine, inzwischen entwickeln die sich ja auch weiter. Ne? Ja, klar. Also die können, man kann in Kinshasa eigentlich alles kriegen. Das meiste ist natürlich importiert. Ne? Ja, aber es gibt dann keine Straße, wo du weiter als 20, 30 Kilometer von Kinshasa wegkommst. Naja. Die einzige Straße ist der Kongo. Ja. Da gibt es sogar Kreuzfahrten drauf, aber du brauchst ja viel Kohle. Ja, also es gibt schon Möglichkeiten, dass die das auch, die haben ja auch Flugzeuge jetzt, sagen wir mal, die nur Transportsachen, Frachtgut bringen. Oder eben auf dem Fluss wird auch viel verschifft. Ne? Und oder eben ein Flugzeug. Also es gibt es schon, aber es ist halt teurer. Wenn du Zement im Landesinneren kaufst, ist er dreimal so teuer wie in Kinshasa. Ja, weil er braucht dann was, ne? Ja, das ist, aber es ist machbar. Also, wenn du Geld hast im Kongo, kannst du eigentlich alles aufbauen. Ja. Aber das ist das, was du am allerwenigsten hast. Das ist das Problem. Vor allen Dingen die meisten Leute, also wenn man sich überlegt, 80% der Leute sind arbeitslos, die haben eben kein Geld mehr. Die müssen schauen, wie sie überleben. Und das ist eigentlich, was man abändern müsste und auch könnte. Und wenn man dran denkt, Afrika könnte sich entwickeln, da würde dann ein großer Markt entstehen. Aber stattdessen nimmt man nur raus, was man rausnehmen kann und entwickelt sich das Land nicht oder der Kontinent. Ne? Das große Problem ist halt, wissen Sie, dass die, ich sehe fast die herrschende Klasse, aber die Leute, die Grundbesitz haben und eine Macht haben, ihre Kinder ins Ausland schicken auf bessere Schulen und die lernen dann in England oder irgendwo in Frankreich, studieren die auch, kennen dann auch was und die kommen dann wieder heim, führen sie auf wie weiße Europäer und verhalten sich ja so. Und die eigenen Landsleute sind denen völlig wurscht, im Gegenteil, weißt du? Das wird da eine gewisse Trennung aufrechterhalten, damit die also billige Arbeitskräfte haben. Das ist schwer, aber du musst eben gute Leute finden, wie hier auch. Mhm. Also es gibt überall auch gute Leute und wir haben Gott sei Dank ein gutes Team, die uns dabei helfen, eben wenigstens das vor Ort zu machen, was man machen kann. Aber ich hoffe, dass mit diesem Buch eben mehr erreicht wird, dass mehr Gibt's Menschen... Gibt es über der Homepage? Ja. Auf unserer Webseite kann man das bestellen. Ja. Also ich blende ja nochmal das Ei vom Wolfgang, wo Sie auch ein bisschen mehr oder sich noch näher informieren können, wo gerade die Projekte sind und was in den einzelnen Projekten läuft. Mhm. Also das mit der Landwirtschaftsschule, das ist eine gute Geschichte. Also Bildung und Landwirtschaft sind die zwei Dinge. Wenn man die nach oben bringt, dann braucht man nicht viel Geld dafür. Wir brauchen keine Maschinenindustrie in dem Sinne, sondern die Leute müssen einfach auf dem Land sich entwickeln können.
Und das geht, das ist machbar. Ne? Und wichtig ist ja, da zu wissen, Damen und Herren, was wir in Afrika initiieren, also an eigenen Projekten und die Möglichkeit geben, halt sich selbst auf eigene Beine zu stellen, ja, das erspart uns tausenderweise irgendwelche Flüchtlinge, die zu uns kommen, richtig, weil sie unten verhungern dann oder nur ausgenutzt werden. Ja, das ist richtig. Die Leute wollen alle in die Stadt, also die verlassen die Dörfer, wollen in die Stadt. Von der Stadt wollen sie in die Hauptstadt und von der Hauptstadt wollen sie raus. In den Norden. Und das bringt überhaupt nichts. Nach Europa. Ja. Ich wünsche dir weiterhin für deine Arbeit viel Erfolg, viel Glauben, viel Liebe. Danke. Und jemand, der dich füttert. Du musst was essen. Wolfgang, du musst was essen. Okay. Du bleibst zwar flink, schmal, kannst viel zusätzliches Gepäck in Flugzeugen mitnehmen, aber... Okay. Ja, mir geht's gut. Dein Wort in Gottes Ohr. Also Damen und Herren, bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott.